Was geht ab, meine lieben Fische, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und heute ist mal wieder mit dabei der liebe Gamers Time. Und ich habe heute vor, etwas ganz Besonderes zu machen, und ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail und am Titel gesehen, denn ich werde heute meine Rüstung auf OP verzaubern, aber das ist nicht alles, denn der Kevin und ich, wir wollen unsere Baupläne für die nächsten Tage besprechen und dann natürlich auch für die Livestreams und so weiter und so fort, weil der Kevin, der hat nämlich schon richtig, richtig viel gebaut und zwar an dem Weg. Und das schauen wir uns auf jeden Fall gleich an, aber erstmal hole ich mir jetzt erstmal ein paar Level ab, denn ich stehe schon ein paar Minuten hier in der Mobfarm. Kevin, ich bin Level 24. Protection brauche ich nicht mehr. Also ich habe Protection 4 auf der Brustplatte und Fire Protection 4 auf der Hose. Das würde ich auch gerne drauf lassen, dass wenn ich meinen Lava falle. Ich brauche Unbreaking 3 auf der Hose und auf der Brustplatte. Und auf meinem Helm habe ich Protection 4, Unbreaking 3 und Aqua Affinity. Und auf meinen Schuhen habe ich auch Protection 4, Unbreaking 3, Feather Falling 3, Death Strider 3 und Mending. Ja, okay. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Das ist doch schon wieder mega krass. Das sieht einfach jedes Mal so mega geil aus, wenn man hier an dieser Mob-Farm steht und einfach überall Level sind, ey. Ohne Scheiß. Guckt euch das mal an. Auf der Hose habe ich noch kein Unbreaking. Genauso wie auf der Brust. Genau. Ja. Okay. Okay. Ja, komm. Ja, das müsste passen. Kevin, ich bin so überfordert gerade. Ich habe überall XP-Perlen um mich herumschweben wieder. Das ist so krass, ne? Ich bin jedes Mal aufs Neue geflasht, wenn ich an dieser Mob-Farm bin, ey. Das ist so krass, ey. Wie schnell das einfach geht. Ja, wirklich. Stimmt, ich habe ja auf meinen Sachen Mending drauf. Ich habe übrigens zwei Mending-Bücher schon besorgt. Also, ich habe noch ein Aqua-Affinity-Buch. Das kann ich dir auch gerne geben, falls du das brauchst, Kevin. Dann habe ich noch Knockback 2, Power 3 und Luck of the Sea. Wofür kann ich denn nochmal Luck of the Sea? Ach genau, das ist für die Angel, ne? Genau. Ja. Ja, ich weiß. Du hast schon in der Folge 3 wieder deine Rüstung auf OP verzaubert gehabt. Kevin, ich brauche für alles ein bisschen länger. Da möchte ich auch bitte, dass du dir das merkst und dass du dir das auf den Zettel schreibst und ganz groß auf den Monitor klebst, weil das musst du dir merken. Ich brauche für alles etwas länger als alle anderen, ja? Gerade wenn es um solche Sachen geht wie Verzaubern oder allgemein auch bei Technik-Modpacks oder so, ich brauche immer ein bisschen länger. Das muss man einfach auch mal so akzeptieren. Ey, ohne Scheiß, ich bin schon wieder Level 46. Ich komme nicht klar bei dieser Mob-Farm, ne? Wirklich. Leute, ich stehe hier und warte darauf, dass meine Level steigen. Und es passiert... Ey, das ist nicht mehr normal, wie schnell das einfach geht. Aber jetzt ist gleich, glaube ich, vorbei. Jetzt ist gleich, müsste es jetzt vorbei sein. Aber guck mal, die Schwerter werden gar... Nein, Alter, wie viele Level das noch sind. Das gibt's gar nicht. Kevin, ich bin Level 50. Ich bin mit Level 26 gestartet. Oder so. Das ist nicht mehr normal. Wann bauen wir die Mobfarm eigentlich so, dass man hier stehen bleiben kann und sogar AFK sein kann und trotzdem mega viel kommt? Was für ein bestimmter... Genau, das könnte man mal direkt erwähnen, denn der Kevin, also der Gamer Sam und ich, wir planen nämlich, dass wenn ich umgezogen bin, also sobald ich umgezogen bin, wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr, da habt ihr sowieso alle Zeit, zwischen Weihnachten und Neujahr sehr wahrscheinlich einen 24-Stunden-Livestream. Das ist auf jeden Fall so angedacht und den wollen wir jetzt nicht so komplett als 24-Stunden-Stream ankündigen, also ich schon, ich werde auf jeden Fall 24 Stunden machen. Der Gamer Sam wird das eher so als Open-End-Stream sehen, da müssen wir mal schauen, aber... Ja, siehst du, ja, schön. Dann machen wir das also auf jeden Fall. 24-Stunden-Livestream wird dann auf jeden Fall am Start sein, Leute. Dann werden wir nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr richtig Gas geben. Und da werden wir richtig viel bauen. Echt jetzt nicht? Wie, warum ist alles anders? Du musst den Fackeln folgen, Kevin. Hä, ich sehe dich doch da. Guck mal, wo ich... Siehst du meinen Namen? Warum nicht? Guck doch nach oben. Kevin! Doch, muss sein. Da irgendwo muss da eine sein. Da ist so eine Kiste.
Nee, ernsthaft? Warum? Genau hier muss sie sein. Ja, irgendwo hier muss sie sein. Ist sie da nicht mehr? Linus! Hast du die Lore zerstört? Er ist der Einzige, der auf dem Server ist. Ja, da muss man immer den Zinus weg. Bei der Mob-Farm. Gib's zu, wir wissen es. Eigentlich schon. Du willst nur, dass Zander und ich nicht zusammen spielen. Oh Mann! Guck mal, er schreibt nur XD. Der war's bestimmt. Der gemeine Zinus. Okay, na gut. Und wie kommt Kevin jetzt zur Mob-Farm? Das ist ja scheiße. Okay, also ich kann eigentlich jetzt gerade, das Einzige, was ich schon mal machen kann, ist auf jeden Fall schon mal die Bücher verzaubern, weil ich habe nämlich noch einige Bücher mit und die können wir dann direkt hier verzaubern. Ich kann jetzt natürlich wieder, warte mal, Sharpness 3 brauche ich eigentlich gar nicht. Aber egal, nehme ich trotzdem. Sharpness 3. Dann haben wir noch ein weiteres Buch. Wir können jetzt richtig viele Bücher verzaubern. Fire Projection 3. Das ist gar nicht so schlecht. Das kann man für die Zukunft auf jeden Fall immer mal wieder gebrauchen. Dann haben wir Protection 3 nochmal am Start. Das ist auch gut. Protection 3 kann ich auf die Hose machen, ne? Hatte ich gesagt, ne? Ja. Oh, Deathstrider 3. Nochmal. Nice. Das sind richtig gute Bücher. Die kann man auf jeden Fall... Oh, Punch 1. Wow. Auf Stufe 30. Feather Falling 1 habe ich am Start. Das ist auch mal gar nicht so schlecht. Das nehmen wir auch erstmal mit. Fire Protection 3. Ach. Ich habe Feather Falling 3 schon auf meinen Schuhen, ja. Hä? 4 kann man traden? 4? Ups. Ich habe 3, ja. Ich habe 3 getradet, weil ich nicht wusste, dass es 4 gibt. Heute Abend streame ich, aber erst nach dem Eishockey-Training. Wahrscheinlich so gegen 21 Uhr erst. Weil ich heute Abend erst Eishockey-Training habe und das ist mein letztes richtiges Training, bevor ich dann nach Köln ziehe. Und dementsprechend möchte ich da auf jeden Fall heute Abend hinfahren. Das ist halt so ein bisschen für mich, ja, wichtig. So, Aqua Affinity. Ich muss jetzt mal schauen. Ja, das ist doch kein Problem. Ansonsten bin ich ja das ganze Wochenende am Start. Ich streame das ganze Wochenende, Kevin. Ja, ich habe auch richtig Bock. Also dieses Wochenende wird auf jeden Fall richtig abgehen. So, ich habe jetzt mega viele Bücher. Ich habe jetzt Deathstrider 3. Ich habe jetzt Aqua Affinity. Ich habe jetzt Luck of the Sea 2. Power, Fire Protection habe ich ganz viel. Fire Protection. Aber man kann nur Fire Protection 3 haben, ne? Glaube ich. Echt? Jo, stimmt, habe ich ja sogar auf meiner Hose. Fire Protection 4, Protection... Ich habe Unbreaking, warte mal, Unbreaking habe ich doch hier irgendwo gehabt, oder? Ja, ich bin ja hier auch gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen überfordert. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe gar kein Protection mehr. Nee, Unbreaking. Unbreaking 3. Unbreaking 3 habe ich am Start. Nice. Und Mending. So, Mending und Unbreaking 3. So, pass auf. Und jetzt habe ich nämlich meine Hose. Da ist schon Mending drauf. Guck mal, brauche ich gleich. Da mache ich jetzt, auf meine Hose mache ich jetzt, Unbreaking drauf. Ja, Amboss ist da, ja. Guck mal hier, Unbreaking. Ja, aber guck mal, das Problem ist, wenn ich jetzt zu dir komme, dann komme ich ja auch nicht mehr dahin, weißt du? Ich bleibe jetzt lieber hier oben. Und... Ja, aber hä, warum ist das denn überhaupt kaputt? Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Das ist total komisch. Also pass auf, Kevin, du musst mir jetzt nochmal ganz kurz eben zuhören. Fire Protection 4, Mending und Unbreaking 3 habe ich jetzt auf der Hose. Kann ich noch irgendwas da drauf? Kann ich noch irgendwas da drauf machen? Außer Thorns?
Das heißt, ich kann jetzt im Grunde nur noch Protection da drauf machen. Meinst du, soll ich lieber Fire Protection oder Protection drauf machen? Nee, auf der Hose ist jetzt Fire Protection 4, Mending und Unbreaking 3. Und ich könnte jetzt auf die Diamond Chestplate Protection, habe ich jetzt Protection 4 und Unbreaking 3. Ach genau, ich brauche nur noch Mending. Boah, ich komme da bei den ganzen Verzauberungen, komme ich mal voll durcheinander, ey. Nö. Eigentlich nicht. Guck mal, ich sag's dir mal ganz kurz, was ich jetzt hab, ja? So, ich habe jetzt auf meinem Diamond Helm habe ich jetzt Protection 4, Unbreaking 3, Aqua Affinity. Dann habe ich Respiration noch. Genau, das habe ich nämlich nicht. Ja, genau. Mending habe ich eigentlich auch noch ein Buch, glaube ich. Das, aber sonst können wir das ja auch. Ja. Das ist ja kein Problem. Aber ach, guck mal, hier Mending habe ich doch noch. Ein Mending-Buch habe ich noch. Dann kann ich direkt auf meinen Helm jetzt Mending machen. Und dann fehlt mir im Grunde nur noch Respiration. So, weil ich habe da nämlich alles. Guck mal, ich habe jetzt auf meinem Helm habe ich jetzt Protection 4, Unbreaking 3, Aqua Affinity und Mending. Auf meiner Diamond Chestplate habe ich Protection 4, Unbreaking 3 und Mending. Dann habe ich auf meinen Diamond Leggings habe ich Fire Protection 4, Mending und Unbreaking 3. Und dann habe ich auf meinen Diamond Boots habe ich dann Protection 4, Unbreaking 3, Feather Falling 3, Death Strider 3 und Mending. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt noch verbessern kann, ist Feather Falling auf Stufe 4 machen, ne? Und auf meine Hose sowie auf meinen Brustpanzer Thorns machen, ne? Sonst, ja, guck mal. Ja, guck mal, dann habe ich doch eigentlich meine Rüstung jetzt schon voll verzaubert, oder nicht? Hm. Was? Respiration? Klau dem das einfach. Ich geb dem was wieder. Ich schreib dem dann nachher, schreibe ich dem eine ganz liebe Nachricht. Dann schreibe ich Sparky, Boy. Ich habe ja dein Buch gelesen. Ja, siehst du? So, dann würde ich sagen, machen wir das einfach so, dass ich dem dann nachher schreibe. Ich habe niemanden angestiftet. Nee, habe ich nicht gesagt. Nee, habe ich gesagt. Ich schreibe dem. Genau, wir borgen uns das. Ja. Genau, richtig. So wie Homer Simpsons bei Flanders immer. Der geht auch immer hin und borgt sich immer alles nur. Und es ist auch überhaupt gar kein Problem, weil Flanders ist sein Nachbar. Und dann kann der auch einfach, wenn er irgendwelche Sachen wieder braucht, kann er auch einfach zu Homer gehen. Im Grunde ist Homer Simpson im Grunde sowas wie ein verbesserter Lagerplatz. Weil alles, was der Homer bei sich im Haus lagert, das braucht der Flanders nicht bei sich im Haus lagern. Eigentlich ist das gar nicht so verkehrt. Guck mal, wenn man das jetzt so sieht, ist es nämlich eigentlich so, dass wir Spark eigentlich noch einen Lagerplatz freimachen. Genau, eigentlich haben wir ihm geholfen, wenn man das so sieht. Na, eigentlich könnt ihr auch gerne jetzt hingehen und bei Spark auf Phoenix unter die Folge schreiben, Hashtag Zander und Gamerstime helfen dir. Genau, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Okay, Leute, also ich sammle jetzt nochmal ganz kurz ein paar Level, bevor ich dann letztendlich... Warte mal, bist du im Nether wieder? Ach so, okay, dann kann ich jetzt gar nicht so viel Level farmen. Das klappt nämlich nicht, wenn jemand da unten rumsteht. Warum? So, alles klar. Warte, ich komm. Ich bin auf dem Weg. Ich bin gleich da. Aber ich traue mich nicht, die Treppe runter zu springen hier. Ich muss immer krabbeln. Warte, ein paar Level brauche ich. Boah, trotzdem, ey. Egal, ob das nur so ein paar Zombies da oben waren. Das sind so viele Level, die man hier wieder einsammeln kann. Nee, das glaube ich nicht. Und warum sollten die dann den alten zumachen? Ich guck mal ganz kurz hier an der Mobfarm rum, ob die hier irgendwie einen Eingang gebaut haben. Aber das sieht nicht danach aus. Tut mir auch richtig leid, aber ich wollte jetzt nicht nach unten kommen. Weil sonst...
Achso, haben wir das Problem, dass gar keiner von uns wirklich was machen kann. Jetzt ist meine Rüstung ja komplett verzaubert. Das Ding ist, guck mal, hier ist es. Hier müsstest du hochkommen können. Siehst du meinen Namen? Hä, wo ist dein Name denn? Ich sehe den gar nicht. Nee. Sneakst du? Ich sehe deinen Namen nicht. Kevin! Oh nein. Ja, was machen wir denn jetzt? Hä, ich verstehe das überhaupt nicht. Kann das vielleicht sein, dass sie das Nether-Portal connected haben? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz durch das Nether-Portal durch. Vielleicht ist das jetzt der größte Fehler in meinem ganzen Leben. Nee, das ist überhaupt nicht connected. Ich bin immer noch in der Höhle rausgekommen. Oh nein, das heißt, wir kommen jetzt nicht mehr dahin? Ja, ich bin noch da. Ich hab geguckt, was passiert, wenn ich so 27 Mal durch das Nether-Portal gehe. Ja, aber das hat nicht ganz geklappt. Ich bin ein Hacker, habe ich mir gedacht, aber bin ich nicht. Bin ich nicht. So, ich bin jetzt hier runtergesprungen. Das ist immer so doof. Bei Basti kann man nur durch diesen blöden Aufzug gehen und der hat immer seine blöden Eisboots an. Und dann ist immer unten das Wasser, ist immer zu Eis gemacht worden. Und dann kann man da nicht mehr runterspringen. Das ist immer total Panne. Ich verstehe gar nicht, warum der diesen blöden Eisschuhe immer anhat, ne? Boah, da kriege ich echt immer zu viel. Ja, wirklich, du lachst, ey. Das ist immer du. Jetzt muss ich hier wie so ein Otto einmal komplett um sein blödes Ding rumlaufen. Um sein Riesenhaus. Und das immer bei... Boah, jetzt bin ich am Arsch der Welt. Hä? Bin ich am Arsch der Welt. Das ist ja voll blöd. Nee, das war Eis. Doch. Du hast es gerade... Bei dem am Aufzug? Warte mal, ich sehe deinen Namen. Warte, ich laufe hier einmal rum. Ich habe ja jetzt Feather Falling, jetzt ist alles gut. Meine Rüstung ist jetzt übrigens auch voll repariert, voll gut. Weil alles Mending hat. Nice, hier oben, siehst du? Da, aber jetzt bin ich da. Jetzt bin ich in der Nähe. Oh Gott, jetzt muss ich hier nur noch hochspringen. Hier unten, an der Brücke, an der Holzbrücke. Bin ich. Was? Bin hier unten. Warum sehen wir uns denn gegenseitig nicht? Ich hätte dich gerade auch im Nether nicht gesehen. Wo bist du? Ich bin jetzt am Aufzug. Guck mal hier. Boah, das ist alles Eis hier. So, jetzt habe ich das weggemacht. Aber wo bist du denn unten an der Brücke? Hä? Boah, wir sind so Döspaddel, ne? Das ist nicht... Hä? Kevin! Dreh dich um! Ich bin hier! Hä? Ernsthaft nicht? Du läufst gerade an mir vorbei. Du bist ein Schwätzer. Hier bin ich. Hallo. So. Was ist das jetzt? Respiration, ne? Okay, nice. Guck mal, warte mal. Du kriegst dafür auch ein Buch. Hier, sogar 30 Stück. Okay, jetzt brauche ich nur noch einen Amboss. Okay, dann gehen wir noch zu Spark ins Haus. Warum regnet es denn jetzt eigentlich? Voll blöd. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt müssen wir uns nur noch in die Arme rennen. Aber Sparks Haus ist hier. Warum hat Spark eigentlich so einen riesengroßen Wolkenkratzer gebaut, der so mega nach Future 2045 aussieht? Und... Warum?
Ja, aber Early Bird kann sich auch so nichts leisten. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht, aber der kann sich trotzdem nichts leisten. Weil der ja alles... Fire Protection 3, Respiration 2 und Efficiency 3? Ja, ja. Oh, krass. Geil. Guck mal, weißt du, was ich jetzt mache? Wo hast du das her, das Buch? Hier. Guck mal, ich mach dem da jetzt was rein. Und zwar Power 3, Aqua Affinity, Sharpness 3, Fire Protection 3 und Deathstrider 3. Das ist ja wohl ein guter Tausch, oder? Ja. Von mir kriegt er auch noch ein Eisen. Und ein Power 2 Bogen. Und ein Pfeil. Und Glasspanes. Die Hoffin. Ne, die Hoffin. Ja, ja, hab ich doch. Stein und ein Half-Slap. Ja, Lapis Lazuli, die kriegt er auch noch einen von mir. Dann hat er zwei. Ja, und eine Schere. Ja, finde ich gut. Und ein Magma-Block. Ja, das reicht. Warte mal, ich leg ihm noch ein leeres Buch rein, dann kann er noch ein neues schreiben. Ja, perfekt. Guck mal. Hashtag Zander und Gamerstime helfen dir. So sieht das nämlich aus. Also Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ganz... Ah ne, wir haben ja schon alles verzaubert, ne? Jetzt habe ich... Pass auf, ich sage aber ganz kurz, ich habe jetzt Protection 4, Unbreaking 3, Aqua Affinity, Mending und Respiration 2. Ich weiß gar nicht, wofür das gut ist, Respiration. Dann haben wir Protection 4, Unbreaking 3, Mending. Dann haben wir noch Fire Protection 4, Mending und Unbreaking 3. Und wir haben Protection 4, Unbreaking 3, Feather Falling 3, Deathstrider 3 und Mending auf den Schuhen. Und dann haben wir Unbreaking 3, Sharpness 5, Knockback 2, Looting 3, Sweeping Edge 3, Fire Aspect 2 und Mending auf dem Schwert. Und wir haben eine coole Diamond Pickaxe, aber die ist... Ach, ich habe für die Diamond Pickaxe noch gar kein Mending. Das ist cool. Wofür ist denn nochmal Respiration? Ist das für unter... Ist das sowas wie... Ja, unter Wasser, ne? Juhu, dann sind wir endlich wirklich ein Fisch. Okay, Leute, also das war's für heute, würde ich sagen, von meiner Folge. Vielleicht gibt's beim Kevin noch ein bisschen... Ah, okay, der Kevin macht jetzt auch Schluss. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder natürlich im nächsten Livestream. Bis dahin, meine Freunde. Haut rein. Tschüss.